Ihr kennt es bestimmt. Ihr schaut einen Marvel-Film mit eurer Freundin und sie ist total verzaubert von Wolverine, Captain America oder Iron Man. Kein Wunder. Bei diesen durchtrainierten Hollywood-Stars ist es auch nicht schwer, sich zu verlieben. Aber worauf können wir Männer schauen? Wir haben uns im Marvel Cinematic Universe umgesehen und haben für euch die 5 heißesten Frauen im Marvel-Universum gesucht. Los geht's! Fangen wir an mit der Nummer 5 und Susan Storm. Susan Storm, gespielt von der sexy Jessica Alba, zählt zum einzigen weiblichen Mitglied des Fantastic Four Teams und ist die Ehefrau von Mr. Fantastic alias Reed Richards. Bei einem Unfall bekommt das ganze Team Superkräfte. Sie erhält die Fähigkeit, dass sie sich unsichtbar machen und Kraftfelder erzeugen kann. Nicht nur, dass sie komplett nackt sein muss, um unsichtbar zu sein, trägt sie einen extra für sie entwickelten und praktischerweise hautengen Spezialanzug, der es ihr erlaubt, trotz Kleidung unsichtbar zu werden. Der im Jahr 2005 erschienene Film ist mit der beste Fantastic Four-Film, den man finden kann. Selbst der 10 Jahre später erschienene Fan-Four-Stick mit komplett anderem Cast und abgeänderter Story kann den Vorgänger nicht übertrumpfen. Schade, aber wahr. Weiter geht's mit der Nummer 4 und Mystique. Rebecca Romijn bewies mit ihrer Performance in der berühmten X-Men-Trilogie, wie sexy man trotz einem Alter von 43 Jahren sein kann. Sie trug lediglich blaue Körperfarbe, die mit schuppenartigen Partikeln übersät wurde, um das Kostüm der Mystique reptilienartig aussehen zu lassen. Die Maskenbildner brauchten 4 Stunden, um das Kostüm anzubringen. Doch bei diesen Bildern hat es sich zu 100% gelohnt. Denn seien wir mal ehrlich, welche Schurken, die splitterfasernackt andere Mutanten verprügelt und sich dann noch in jede x-beliebige Person verwandeln kann, kennt ihr? Doch aufgepasst, es wird noch besser. Hier kommt die Nummer 3 und Emma Stone. Emma Stone ist Schauspielerin, Model und die Freundin von Andrew Garfield. Genauso wie im Film The Amazing Spider-Man. Sie nimmt die Rolle der Tochter von Police Captain George Stacy ein und ist eine Schulfreundin von Peter. Wir Zuschauer sind definitiv mit Emma Stone in der Rolle der Gwen Stacy zufrieden. Weiter geht's mit der Nummer 2. Nicht nur, dass Natalie Portman die hervorragende Senatorin Amidala in Star Wars 1 bis 3 gespielt hat, nein, sie ist auch die sexy Erdfreundin von Halbgott Thor. In Thor spielt sie die Rolle der Jane Foster und ist Astrophysikerin, die mit ihrem Team mysteriöse Geschehnisse auf der Erde verfolgt und ihnen auf die Schliche kommt. Nicht nur, dass sie schlau ist, ist sie dazu auch noch super sexy. Und da sind wir auch schon bei der heutigen Nummer 1. Scarlett Johansson spielte schon in zahlreichen Filmen mit, doch in keiner der vielen Rollen hatte sie so viele sexy Momente wie in diesem. Sie spielt eine russische Agentin, die im Umgang mit Waffen und dem Kampfsport eine Meisterin ist. Kennt ihr jemanden, der einen Haufen durchtrainierter Soldaten umboxen kann und dabei noch so super sexy wirkt? Nein, dann solltet ihr euch unbedingt The Avengers ansehen. Sie kommt bei den Zuschauern als Black Widow so gut an, dass sie jetzt sogar noch ihren eigenen Film bekommt. Also mein Herz hat sie definitiv erobert. Ja, ja, welche dieser 5 heißen Marvel-Bräute hat euch am besten gefallen? Schreibt's in die Kommentare. Jetzt könnt ihr euch noch 5 Fehler in Marvel-Filmen anschauen. Auch ein sehr interessantes Video. Dazu einfach hier klicken oder den Link in der Videobeschreibung benutzen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.